herzlich willkommen zu einem neuen Powershower. Dieses Mal geht es darum, was mache ich eigentlich, wenn der Kunde etwas bemängelt, kritisiert, Kunde meckert. Oder da haut irgendwas raus und ihr denkt, ach du Schande, wie gehe ich denn jetzt damit um? Das können zum Beispiel, so habt ihr alle schon mal gehabt, Situationen sein, wie dass der Kunde sagt, boah, ich muss Ihnen mal sagen, bei Ihnen wird aber die Qualität auch jedes Jahr schlechter oder das ist zu teuer oder Ihre Kollegin hat mich letztes Mal nicht nett beraten oder was auch immer. Die Musik ist zu laut, die Musik ist zu leise, hier ist es zu warm, hier ist es zu kalt. Das kennt ihr alle. So, wie gehe ich jetzt souverän damit um? Und ich habe in meinen Seminaren immer einen Lieblingsspruch und das ist, privat kannst du zu Hause mit Türen knallen und mit Teller durch die Gegend werfen. Beruflich bist du professionell und es geht darum, den Kunden ernst zu nehmen und souverän die Situation zu lösen. Und da zeige ich euch wieder zwei Videos. Und kennt ihr schon das Spiel? Erstmal so, wie es nicht so schön ist. Und dann zeige ich euch die Auflösung, wie es eleganter geht. Viel Spaß. Und der ist ja auch schön. Ja, der ist toll, ne? Ja. Das ist 100% Kaschmir. Das ist wirklich einer unserer schönsten Pullis, möchte ich fast sagen. Ja. Aber der ist ja ganz schön teuer. Ja, es hat halt alles seinen Preis, ne? Und Preis ist ja auch relativ. Ich meine, Sie müssen ihn ja nicht kaufen. Nee, ja, dann direkt. Oh, der ist ja schön. Ja, der ist toll, ne? Ja, das ist 100% Kaschmir tatsächlich. Aha, okay. Aber 189 Euro, das ist ja ganz schön teuer. Also ich kann verstehen, dass es im ersten Moment ist der Preis natürlich schon hoch. Fassen Sie ihn mal an, es ist ein dreifädriges Kaschmir, das ist unheimlich weich. Und das Tolle an dem Pulli ist, den können Sie sogar waschen. Könnt ihr in die Maschine bei 30 Grad. Ja. Das ist ja toll. Und was bei dem auch noch super ist, also eine weiche Kaschmirware können Sie eigentlich 12 Monate im Jahr tragen, auch im Sommer, wenn Sie abends mal draußen sitzen. Und der sieht toll aus, der ist so vielseitig zu kombinieren, den können Sie zu schwarz, zu blau, zu Jeans, zu beige sieht er toll aus, zu einer weißen Hose im Sommer, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Und die Farbe wäre ein Highlight für Sie. Ne? Mhm. Ja, sehr das, schön. Ja. Ich empfehle Ihnen, probieren Sie es einfach mal an, ne? Gucken Sie sich das mal an und ich denke, Sie werden überzeugt sein. Ja, das mache ich gerne. Danke. Da freue ich mich, dass Sie so schöne Sachen gefunden haben. Der Pulli sah so gut aus an Ihnen und das ist auch wirklich tolles Leder. Also, aber wenn ich das nochmal sagen darf, beim letzten Mal, als ich da war, da war Ihre Kollegin wirklich nicht wirklich freundlich zu mir. Welche denn? Die war ein bisschen kleiner als Sie, mit einer Brille. Ach, Anke? Ja, Anke war nicht freundlich zu Ihnen? Nee, also ich fand es nicht. Das fand die sehr übergriffig, muss ich sagen. Oh, die ist zu jedem freundlich, die ist immer gut drauf eigentlich. Also das wundert mich jetzt, höre ich zum ersten Mal. Also da sind Sie jetzt wirklich die Erste, die das sagt. Und ich arbeite wirklich schon 6, 7 Jahre mit ihr zusammen. Naja, hat ja jeder mal einen schlechten Tag, ne? Ist ja menschlich. Ja, okay. Sie sind ja auch nicht immer gut drauf. Da freue ich mich, dass Sie so schönes angefunden haben. Der Pulli stand Ihnen wirklich toll. Sah richtig, richtig gut aus. Ja, ich bin auch ganz glücklich. Da werden Sie auch ganz lange Freude dran haben. Ja. Was ich nochmal sagen muss, also beim letzten Mal, als ich hier war, da war Ihre Kollegin nicht wirklich freundlich zu mir. War sie nicht? Wer war das denn? Sagen Sie mir das einmal. So eine kleinere mit einer Brille. Ja, aha, dann weiß ich schon. Okay, und was genau ist passiert? Also ich suchte mir was aus und sie legte mir auch immer mal was zurecht. Mhm. Und dann habe ich aber die Sachen, die sie mir rausgesucht hat, nicht wirklich, also die haben mich nicht wirklich interessiert. Mhm. Und dann sagte sie zu mir, ich würde mich völlig falsch einschätzen. Mhm. Und das fand ich schon sehr übergriffig, da man sich ja persönlich gar nicht kennt. Nee, das geht natürlich nicht, das tut mir total leid. Mhm. Das ist jetzt für uns ein ganz wichtiger Hinweis, es ist total gut, dass Sie mir das sagen, weil ich werde dem natürlich nachgehen und dann werden wir natürlich ein Gespräch führen, weil das möchten wir natürlich nicht. Sie sollen sich ja wohlfühlen hier bei uns, ne? Ja, ich habe auch nichts gekauft an dem Tag. Ja, das glaube ich. Ja. Nee, gebe ich auf jeden Fall weiter und wie gesagt, wenn irgendwas ist, bitte immer sagen, sonst können wir es nicht ändern. Okay, alles klar, Dankeschön. Nun habt ihr es gesehen, wie man es nicht so schön und wie es ein bisschen eleganter hinbekommt. Und euch wird sicherlich aufgefallen sein, mit allem, was da kommt von dem Kunden, egal ob es Qualität, ob es Preis, ob es die Musik ist hier zu laut, zu leise, es ist mir zu warm, es ist mir zu kalt. Ihr nehmt immer alles an. Also alles ernst und wichtig nehmen, ne? Weil wir wollen ja den Kunden nicht vergraulen und ist egal, was kommt, ihr kümmert euch drum. Und manchmal macht es auch Sinn zu sagen, Mensch, gut, dass Sie zu uns gekommen sind, bei einer Regler zum Beispiel. Gucken Sie mal, ich hatte die Hose nur 2-mal an, jetzt ist der Reißverschluss kaputt. Dann kann ich mich auch bedanken.
und sagen, gut, dass Sie zu uns gekommen sind und dass wir uns die Möglichkeit geben, das zu tauschen. Wenn der Kunde nicht kommt, haben wir ihn verloren. Also alles annehmen, ihr werdet euch um alles kümmern und es geht nie darum, den Kunden Recht zu geben oder dass ihr Recht habt, weil jeder negative Eindruck vom Kunden wird 10-mal an andere weitergegeben im Durchschnitt. Ne? Und der Kunde wird immer seine Version der Geschichte erzählen. Also alles annehmen, alles wichtig nehmen, souverän auftreten und achtet auch darauf, ein Tipp, nicht sagen, ja, habe ich Verständnis, aber, ne, dieses ist nicht so glücklich, ihr macht einfach einen Punkt. Kann ich verstehen, dass Sie das stört oder dass Sie es irgendwas teuer finden, Punkt. Achten Sie mal drauf und jetzt zählt ihr 3 Vorteile auf, was bei dem Pulli nun so toll ist oder was auch immer. Und ihr kriegt das hin, das weiß ich. Ich wünsche ganz viel Erfolg und ein Gruß geht raus an die Schweiz. Bis dann. Tschüss.